So, herzlich willkommen heute zur Zerlegung und zur Reinigung der 906. Ich beginne jetzt hier einfach mal mit der Zerlegung. Wie ihr seht, nehme ich das Magazin, nehme den Sicherungsstift und dann ziehe ich langsam den Verschluss ab und kann entsprechend die Federführungsstange mit Feder entnehmen. Und die ganze Sache ist eigentlich schon auseinandergebaut. Jetzt kann dann die ganze Geschichte gereinigt werden. Das Magazin wird entsprechend auch noch auseinandergebaut. Die gleitenden Teile werden nochmal geschmiert, beziehungsweise vorab richtig ordentlich gereinigt. Ich mache das immer mit Ballistol, kann das schön einsprühen und einwirken lassen und dann schön mit dem Zewa oder mit dem Q-Tip halt die ganzen kleinen Stellen säubern. Ja, wenn das Ganze dann richtig schön gesäubert ist, putze ich das einmal richtig trocken und dann befeuchte ich quasi die gleitenden Stellen mit einer bestimmten mit einem Gleitmittel bzw. sprühe das einmal ein mit Ballistol. Hier zeige ich nochmal das Auseinandernehmen des Magazins. Magazinschuh entfernen, aufpassen, dass die Feder einem nicht wegspringt. Ja, und dann ist eigentlich schon das meiste auseinandergebaut. Das sind in der Regel ja immer nur so 4-5 Teile. Auch das Magazin benötigt etwas Pflege. Natürlich nicht nach einem Schuss, sondern wenn man dann, weiß ich nicht, 100, 200 Schuss gemacht hat, setzen sich da auch halt schon Schmauchspuren ab. Ja, das Ganze geht dann auch wieder retour. Also entsprechend lässt sich das Magazin dann auch wieder einsetzen. Ein bisschen tricky dabei ist halt die Feder, die einem da nicht wegspringen darf, die man sonst sucht. Aber wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, ist das eigentlich kein Problem. Zum Schluss dann noch den Magazinschuh drauf. Da rastet dann irgendwann dieser kleine Pömpel ein und dann ist die Sache erledigt. So, nachdem natürlich jetzt alle Sachen gereinigt worden sind, geht die ganze Geschichte wieder retour. Also Federführungsstange mit Feder wieder in die Pistole einführen. Da gibt es extra so eine rundliche Aussparung für. Das passt dann auch nur in eine bestimmte Richtung. Auch für den Verschluss ist da eine Aussparung vorne. Und wie bei einer 1911er ist das ganze System angelegt, schiebt das einfach wieder auf und kann dann den Sicherungsstift gegen den Uhrzeigersinn, ganz wichtig, denn andersrum funktioniert es nicht, einführen und wieder die ganze Sache fixieren. So, dann fehlt eigentlich nur noch das Magazin. Die Sache wird entspannt, beziehungsweise eine Funktionsüberprüfung durchgeführt. Und dann ist die Geschichte eigentlich fertig. Eigentlich sehr unkompliziert und schnell zu lösen.